Du bist mir zu wichtig geworden, Shinichi. Kon sah sie überrascht an. Wieder versteckte sie ihr Gesicht. Halt wichtig wie der Professor, wie die Kinder. Du bist mein Freund. Sie machte kurz eine Pause. Nein, vielleicht sogar mehr als das. Ihre Stimme war gedämpft von den Beinen und Armen. Du bist jemand, den ich ohne mit der Wimper zu zucken alles anvertraue. Mein Leben. Wie ein Partner, der mich schon Jahre kennt. Ich habe Angst, dich bei einer Unachtsamkeit zu verlieren und mit dir das Gefühl von Sicherheit, was du mir gegeben hast. Sie lächelte. Eigentlich habe ich auf sowas überhaupt keinen Anspruch. Aber ich habe mich zu stark an Normalsein gewöhnt. Ich will es nie wieder hergeben. Ei, dachte Con verwundert. Er streckte zögernd eine Hand aus und hielt ihre Schulter fest. Bei seiner Berührung zuckte sie kurz. Ich werde nicht so einfach sterben, meinte er grinsend. Zwei blaue Linien vom Licht des Fernsehers spiegelten sich in seiner Brille. Ich habe dir versprochen, dich zu beschützen, und daran kann ich mich doch nur halten, wenn ich weiterlebe, oder? Er hörte sie leise kichern. So sagt man. Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die schwarze Organisation zerschlagen. Sie werden wünschen, Shinichi Kodor sich niemals zum Feind gemacht zu haben. Und sie waren dumm, dich mit Akamis Tod zu ihrem Feind gemacht zu haben. Aha. Sie waren dumm, ja? Fragte Ai skeptisch und hob ihren Kopf. Wie soll ich das verstehen, dass ich doch eine Superkillerin war? Nein, das nicht, sagte Con schnell und hob die Hände. Ich meinte halt, weil du sehr schlau und scharfsinnig bist. Ich hätte dich nicht gern als Gegnerin. Ihre Mundwinkel zuckten kurz. Na, muss man das jetzt als Kompliment auffassen? Weißt du, was ich sagen wollte, als wir noch auf dem Autokonzern waren? Fragte er lächelnd. Nein, was? Ich wollte nicht nur sagen, dass du dir alles für mich gut gemerkt hattest. Ich wollte sagen, wie du es gesagt hast und wie du dabei ausgesehen hattest. Con lächelte leicht schief. Du hast ausgesehen und geredet wie eine Detektivin. Ai entglitt kurz ihre sonst so beherrschten Gesichtszüge, fing sich aber schnell wieder. Du hast nicht nur nachgesprochen, was die Beteiligten erzählt haben, nein, du hast beim Sprechen analysiert, es mit deinen Worten wiedergegeben. Du hast es anscheinend überhaupt nicht bemerkt, wie überrascht ich war. Sie sah runter auf ihre Füße. Ich glaube, du hängst zu viel mit mir rum. Ich habe wohl einen schlechten Einfluss auf dich. Ai fing an zu lachen. Und dieses Lachen war ehrlich. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich? Sie sah ihn lächelnd, schon fast grinsend an. Du verwechselst wohl die Tatsachen, mein Lieber. Wer ist denn hier die Wissenschaftlerin, die ein Gift zum Töten von Menschen hergestellt hat? Ai sah weg und lachte leise weiter. Cons Gesicht wurde wieder ernst. Wieso sagst du wieder sowas? Weil es die Wahrheit ist, antwortete Ai und plötzlich sah ihr Gesicht kalt und leicht bösartig aus. Con hatte diesen Blick schon lange nicht mehr gesehen. Diesen Blick hatte sie auch aufgesetzt, als ihm Ai offenbarte, wer sie wirklich war, und damit herumscherzte, Professor Agasa umgebracht zu haben. Und dieser Blick gefiel ihm gar nicht. Ein Blick völliger Kälte und Hass. Mit diesem Blick könnte man so manches Herz gefrieren lassen. Fast wie Jin. Ich habe sie selten so lächelnd gesehen. Und jetzt das, dachte er. Du darfst nie vergessen, Kodor. Ich bin nicht so ein herzensguter Mensch wie deine Freunde aus Osaka. Wie die Kinder oder der Professor. Oder deine Ran. Ich bin wie ein kleiner Parasit, der sich in das Leben anderer eingeschleust hat, um sein eigenes zu bewahren. Nichts anderes hatte ich am Anfang im Sinn. Ich wusste, du warst am Leben, und ich wusste, dir war dasselbe geschehen wie mir.
Meinst du, es hätte mich interessiert, wenn dem Professor oder dir etwas zugestoßen wäre? Ich wollte nur mich schützen, und durch meine Anwesenheit habe ich dich und den Professor quasi gezwungen, bei euch zu bleiben. Ich wusste, du würdest mich nicht wegschicken. Sie streckte ihre Beine und überkreuzte sie. Ich wollte nur da raus. Es ging mir sowieso gegen den Strich, dass sie ein Gift im Versuchsstadium benutzten. Dass Menschen starben wegen meines Giftes, interessierte mich nicht sonderlich. Und jetzt müssen sie mit den Konsequenzen leben. Einer Verräterin und einem Oberschülerdetektiv, der meint alles zu wissen. Beim letzten Satz verzog Conan sauer das Gesicht. Der bösartige Gesichtsausdruck verschwand langsam wieder bei ihr. Was ich damit sagen will, ist, dass ich es nicht verdient habe, weder beschützt, noch gerettet, noch mir Vertrauen zu schenken. Nichts von all dem. Sie lächelte zynisch. Nur weil ich Ei heiße, heißt das noch lange nicht, dass auch Ei drin steckt. Es ist schon fast makaber, mich so zu nennen. Ei schloss die Augen. Es war für Minuten ruhig. Dann hörte sie ein tiefes Seufzen von Con, das sich schon fast genervt anhörte. Immer dieselbe Leier, sagte er dann. Sie machte die Augen auf. Was? Con sah sie frustriert an. Warum spielst du immer dasselbe Tonband ab? Langsam nervt das. Du verkennst wohl den Ernst der Lage, Edogawa, antwortete Ei genervt. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Pah! Und wenn schon? Sie sah ihn erschrocken an. Was? Ich sagte, und wenn schon, glaubst du ernsthaft, dass ich denke, dass du böse bist? Dass ich denke, dass du noch gefährlich werden könntest? Er rutschte etwas auf sie zu. Sie schaute verwirrt. Du bist nicht wie die, und das wirst du auch nie. Man ist nicht direkt ein Mörder, nur weil man was geschaffen hat, womit man andere tötet. Ein Waffenbauer ist auch kein Mörder, wenn ein anderer den Abzug der Pistole betätigt. Er dachte an den Fall, wo er zum ersten Mal mit Tomoaki Arada kennenlernte und das Hausmädchen Hikaru den Mechanismus auslöste, der seinen Vater umbrachte. Zwar war es damals andersherum, doch ihm ging der Fall nach seinem Satz durch seine Gedanken. Sie schüttelte verneinend den Kopf. Da erinnere ich mich aber an was anderes, wie du mich angeschrien hast und mir vor den Kopf geworfen hast, dass ich damit viele Menschen getötet hätte. Das weiß sie noch, dachte er überrascht. Aber dann hattest du erwidert, dass du kein Gift herstellen wolltest. Damals kannte ich dich noch nicht und glaubte dir auch nicht. Aber jetzt schon. Was wäre wohl passiert, wenn du einfach aufgehört hättest? Ich kann mir schon gut vorstellen, wie sie Alchemie als Druckmittel benutzt hätten. Wenn sie es nicht schon damals getan haben. Ei biss sich auf die Unterlippe. Du redest das alles nur schön. Ich sage dir die Wahrheit. Und ich sage dir, wer du bist, sagte Conan ernst. Du bist ein normaler, vielleicht etwas zu sarkastischer, aber dennoch liebevoller Mensch. Sie lachte kurz auf. Weißt du eigentlich, wie verrückt du sein müsstest, Ei? Fragte er und fuchtete mit den Händen. Du bist, seit du denken kannst, in der Organisation eingeschleust. Seit du geboren wurdest. Du müsstest doch völlig irre im Kopf sein. Ei sah ihn stumm an. Allein der Gedanke. Dort sind alles nur Mörder, verrückte Wissenschaftler, zwielichtige Gestalten, Superkiller. Es ist ein Wunder, dass du und deine Schwester so normal geblieben seid. Er stützte sich an der Couch ab und näherte sich Eis Gesicht. Die plötzliche Nähe war ihr zu nah und wich leicht zurück. Und das konnte nur passieren, wenn jemand nicht böse ist. Egal wie viel andere böse Menschen um einen herum sind, so wie du. Wieder schüttelte sie verneinend den Kopf. »Hör auf damit«, flüsterte Ei flehend. »Hör auf damit, so zu tun, als wäre ich gut.« »Das bist du aber. Oder warum kümmerst du dich und machst dir Sorgen um die Kinder und den Professor? Und warum träumst du immer von mir? Wie du mich beschützen willst, Fujin?« »Tut das ein böser Mensch?«
Sie schluckte stark und sah zur Seite. »Und falls es dich interessiert, Ei, ich würde dir auch zu 100% mein Leben anvertrauen.« Langsam sah sie auf. »Du? Mir?« Er nickte nur lächelnd. Sie unterdrückte ihre Tränen und war schon fast drauf und dran, ihn zu umarmen. Nur kurz, um seine Wärme zu spüren. Aber sie beherrschte sich aufs Äußerste. Allein, dass sie daran dachte, widerte sie sich selbst an. Stattdessen beugte sie sich nach kurzem Zögern nur mit dem Kopf nach vorn und lehnte ihre Stirn an Connens Schulter. Du bist so ein Dummer, eingebildeter, naiver, blöder, kluger, netter, niedlicher. Trottel. Sie unterdrückte ihre Tränen und war schon fast drauf und dran, ihn zu umarmen. Nur kurz, um seine Mähne zu spüren. Man geht durch sein volles Haar. Die Bars der belebten Stadt füllten sich mit gut gelunter... Gelunter? Zündet die Lunte an und fackelt sie ab. Es war Con. Der saß auf der zweiten... Auf der zweiten Couch. Die breite. Die ist so breit, dass es schon zwei Couches sind. Ja. Was er sich nicht wünschen dürfte, sollte, müsste. Was er sich nicht wünschen darf. Ei will nichts mit dem Professor zu tun haben. Er ist zu dick. Du bist, seit du denken kannst, in der Organisation eingeschleust. Seit du geboren wurdest. Du müsstest doch völlig Kira im Kopf sein. Wie gerade Kira gesagt? Kira, Kira, Kira. Wie du mich angeschrien hast und mir vor den Kopf geworfen hast, dass ich wegen mir viele Menschen getötet hätten. Das steht doch da gar nicht. Warum lese ich was vor, was da nicht steht?